Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute mit Vivato, mit der Kraft der Bachblüten. Ja, oder von der Schreibweise Vivat unendlich? Vivat to? Oder so, ja, Vivat unendlich? Weil das ja, ist. Doppel Null, also 8 querliegend. Ja, das weiß ich gar nicht. Gelassenheit, also, Erholung, Kraft. Ja, ja, bestimmt. Ja, ja, wir haben also, eine netten Erklärung dazu. Produktinformationen, Vivato leben. Und Apfelholunder. Was? Vivato Leben und Apfelholunder. Ja gut. Bachblüten in Kürze. Das ist auch Leben. Oh Gott. Wurden in den 1930er Jahren vom britischen Arzt und Homöopath Dr. Edward Bach entdeckt. Es gibt 38 Bachblütenessenzen. Bachblüten wirken auf der energetischen, der Gefühls- und Entscheidungsebene und aktivieren unsere körpereigenen Kräfte. Sie stellen die seelische Balance her. Die von uns eingesetzten Bachblüten enthalten keinen Alkohol. Eine Überdosis ist bei Bachblüten nicht möglich. Eingesetzte Bachblüten bei Vivato leben. Cherry Plum, Kirschpflaume, gibt Gelassenheit. Olive, Olive, die Kraft. Star of Bethlehem, auch bekannt als goldiger Milchstand für die Erholung. Kommt zum Punkt. Bullshit! Also auch hier nochmal, die Essenz der Natur kann nur gut tun. Ich finde, das umschreibt es eigentlich perfekt. Kann nur gut tun. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Das ist wohl wahr. Es kann nicht schief gehen mit diesem homöopathischen Dreck. Aber es gibt keinen nachweisbaren wissenschaftlichen. Es funktioniert nicht. Das also ist einfach Placebo und mehr nicht. Aber es kann auch nicht schaden. Das ist halt das Problem. Es kann nur gut tun. Schief gehen kann es nicht. Naja, wer Holger Klein kennt, der hat es einmal sehr, sehr treffend formuliert. Hat erstens mal gesagt, wenn Homöopathen noch zusätzlich einen Schuss weg haben, dann nehmen sie Bachblüten. Ja? Wobei, einfacher gesagt, kann man das in diesem Zitat von ihm zusammenfassen. Schwachsinnige, euer Bus fährt! Und ich denke, mehr muss man dazu auch jetzt nicht weiter kommentieren. Nicht verlieren. Uns ist es ja letztendlich auch egal, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr das kauft. Oder wenn ihr es also aus dem Grund kauft. Wenn ihr aus dem Grund kauft. Wir bewerten ja jetzt nur den Geschmack. Richtig. Und der Geschmack ist ja unabhängig von Homöopathie rein und geinterpretierter, was auch immer. Der klassische Flaschenöffner kennt man ja. Der Brauseöffner. Der Brauseöffner. Läuft, hätte ich nicht gedacht. Also nochmal für die ganz dämlichen Brause. Ja, also, es steht Brause drauf. Ich muss, glaube ich, hier auf der Höhe ist die Schärfe. Oder so. Was haben wir denn? Da war Apfelholunder, ne? Naja, Apfelholunder und es riecht. Wahrscheinlich hauptsächlich nach Apfel. Nach Essig. Boah. Alter Vater. Das riecht wie Cressy. Und ich hasse Cressy. Aber es riecht nach Essig. Und ein Blick auf die Zutatenliste hilft. Es ist auch Essig drin, nämlich Apfelessig. Ja. Und ja. Aber geschmacklich nicht übel. Ja, also, muss ich auch sagen, ich hatte das ja schon mal im Text-Review. Ja, stimmt. Und ich finde das geschmacklich überhaupt nicht verkehrt. Geschmacklich ist das wirklich nicht schlecht. Ich meine, es ist jetzt nicht, aber wie draufsteht, kann nur gut tun. Es erinnert am ehesten an so eine Bionade, also Halbschauer und Lundersaft. Und diese ganze chemische Getränke, was die alles machen, bin da hat ja, direkt erinnert. Also es ist so ein bisschen Apfelsaft, so ein bisschen Holunder und eben dieser Schuss Essig. Aber ich finde, der Schuss Essig gehört da auch rein, weil das macht so eine leichte Säure. Vor allem neutralisiert es den Nachgeschmack, habe ich so das Gefühl. Der sorgt dafür, dass das Ganze abrundet und kein, wie ich meistens finde, bei solchen Holundergeschichten, die ziehen sich immer noch übelst runter. Ja, ich finde Holunderblüte auch wahnsinnig ekelhaft. Also nicht ist eigentlich Holunder oder ist es Holunderblüte? Das steht hier nicht drauf. Nee, weil die Blüten, die sie ja drin haben, das sind ja die. Und ich denke, es ist wirklich Holunderbeere, oder? Doch, Holunderblütenextrakt, die Blüte. Okay. Steht sogar drauf. Ja. Das ist schwierig damit, was. Also es ist eigentlich was hocharomatisches und was ich finde, was sehr angenehm ist, aber es ist extrem schwierig, das Mischverhältnis so anzupassen. Und in dem Fall haben sie eben über diesen Essig. Also erstens das und zweitens ist auch, also Holunderblüten sind eben ein wahnsinniger Spalter. Ja. Das ist man hasst wie das, Rootbier. Man liebt es. Schmeckt oder schmeckt nicht. Und der Grad zu treffen, dass es auch richtig dosiert ist, wie du schon gesagt hast, ist sehr schwer, aber. Hier, durch den Apfelessig. Ist es wie ein nettes Gimmick. Es ist nicht schwerlastig da drauf, aber es ist eben ein netter Beigeschmack, der dann was Besonderes eben gibt. Und das Ganze auch wirklich einwandfrei im guten Bereich einzuordnen.
Ich will es, wie gesagt, durch das Bionade, es steht auf jeden Fall nicht für sich. Also es gibt andere Sachen, die ähnlich sind. Die ähnlich sind, also es ist nicht genauso. Preislich, wahrscheinlich schlagen die nochmal auch nicht drauf, oder? Das ist auch nicht ganz billig. Genau, das dachte ich mir. Die Bionaden-Sachen sind zwar auch nicht billig, aber ich denke mal, damit kommst du billiger weg wie mit dem Vivato-Zeugs. Ich weiß jetzt nicht genau, es ist jetzt nur eine Vermutung, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ja, also es ist, es, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich genau nachgucken. Also da steht dann der richtige Preis, aber es ist so bei 70, 80, 90 Cent sowas, wenn nicht sogar mehr. Dann gibt es nicht viel. Ich hätte so irgendwas 1,50 oder sowas gerechnet. Gut, es kommt natürlich darauf an, also gut, wenn du das online kaufst und du kaufst nur 6 Flaschen, dann haut der Versand natürlich sowieso rein. Dann meine ich jetzt gar nicht, ich meine jetzt wirklich ohne Versand und alles der reine Flaschenpreis. Ja, dann, ja, ich denke mal so knapp unter. Lass mich mal ganz geschrieben, knapp unter 1 Euro. Ja, auch von der Kohlensäure ähnlich wie Bionade. Relativ schwach. Ja. Aber da. Wie gesagt, also geschmacklich überhaupt nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mal probieren. Ja. Wie gesagt, das andere hin oder her mal vorne weggelassen. Muss jeder Geschmack für sich selber wissen. Also wir würden es zwar nicht empfehlen, also Homöopathie als Medizin anzuerkennen und alles Mögliche. Wer das aus Geschmack bringt, wem es was bringt, aus welchen Gründen auch immer, soll er das tun. Ja, soll ja er tun, soll er glücklich damit sterben. Ist nur wissenschaftlich. Oder länger damit halten. Ja, ist nur oder auch nicht wirklich nachweisbar. Wem das jetzt geschmacklich zusagt. Auf jeden Fall. No auch judgment. Rein. No judgment. Hau rein. Ja, nicht schlecht. Und danke fürs Zusenden natürlich. Ja, danke für die Spende. Und in diesem Sinne. Adios. Ugh.